Morgen und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Immer noch mit roten Augen von Wimpern verlängern. Und was ich euch zeigen wollte, sind die Augenbrauen. Ist jetzt über eine Woche her vom Microblading. Also hier sind sie auch noch dunkler, weil das da noch ein bisschen verkrustet ist. Die Form hat sich auch verändert, also es ist lange nicht mehr so wie am Anfang. Also man muss wirklich gar nicht so genau darauf achten, wie das am Ende aussieht. Und ja, sieht man das? Also es ist auf alle Fälle schon ein bisschen weg, aber hier vorne ist es schon besser als vorher. Man sieht wirklich nicht mehr allzu viel. Vieles ist schon weg, aber kleine Striche sieht man. Deswegen, also sonst hätte ich hier vorne auch nicht so viel gehabt und bin mal gespannt, wie das nach dem Nachstechen wird. Ich werde im November irgendwann hinfahren und ja, da kann ich euch ja auch wieder mitnehmen. So, was steht heute an? Heute steht auf alle Fälle an. Zimmer putzen, aufräumen, tun. Disco reiten, denn es ist so, so schönes Wetter. Die ganzen Tage hat es nur geregnet und heute scheint die Sonne. Es ist so schön. Ich werde, glaube ich, ins Gelände gehen. Das Problem wird wieder, ich habe niemanden, der das filmt. Ups. Ja, das ist immer so schwierig und ich kann die Kamera halt auch nicht bei dem, ich mag die nicht so gerne ins Nasse dann stellen oder so. Dafür ist sie mir dann doch zu gut. Naja, ich werde mal schauen, wie ich das mache und lernen. Weil ich die letzten zwei Tage halt nicht gelernt habe, muss ich heute ein bisschen reinhauen. Also steht ganz schön viel an. Aber ja, heute ist Sonntag. So. Ich habe ja kein richtiges Wochenende. Ich kann ja jederzeit entscheiden, wie ich das mache und wie ich das will. Aber ich will ein bisschen reinhauen, genau. Das werde ich jetzt auch direkt machen. Es ist halt hart schwierig, bei so einem schönen Wetter zu lernen. Ich kann aber nicht draußen lernen, da ist viel zu viel Lärm gerade. Aber wenigstens sehe ich die Sonne. Ja, und übrigens, ich habe eine Brille, aber ich trage sie eigentlich so gut wie nie, zum Lernen und auch mal zum Autofahren, also eher nachts. Es ist jetzt auch nicht super, super schlimm, also ich kann sehr gut sehen eigentlich noch, aber ja, ich merke schon, es wird schlimmer und es ist dann einfacher für die Augen, also ich kann mich dann mehr entspannen, aber ich mag sie einfach nicht aufhaben. Irgendwie, also es stört mich, ich mag nicht durch diesen schwarzen Rahmen einfach gucken, ich mag generell nicht irgendwie, wenn ich merke, da ist irgendwas davor. Naja, und ich bin aber auch fast durch, aber ich verstehe das eine Thema gerade nicht. Null. Einfach null. Ja, so sieht mein Arbeitsplatz gerade aus. Unordentlich und das ist die letzte Seite, die ich machen muss und das schreibe ich gleich hier runter. Und da habe ich ganz viele Dinge zur Hälfte, was ich heute machen muss. Und dann der Rest Videos, was ich drehen will, was ich schneiden will. Ja. Chaos hier. Na, Bali, willst du mal erzählen, was du getan hast? Hast du wohl eine Wespe gefressen? Sieht man das? Ich glaube schon. Oh, Bali. Ja, er hat wohl eine Wespe gefressen, beziehungsweise damit gespielt. Sieht man das? Ist ein bisschen dicker. Und hat halt da vorne, hier, einen Wespenstachel gehabt und hat gequiet und gejault. Hallo Cisco! Du bist wieder super motiviert. Wir hatten ja gestern erst Dressurlehrgang und man sieht seine Freude. Au, stopp! Ja, ich glaube, er hatte gehofft, dass ich ihm jetzt Fressen gebe. Aber nein! Das ist ganz schön groß. Eigentlich ist er gar nicht so groß, er ist 1,64. Ja, wir werden sogar heute Dressur reiten. Einmal das vertiefen, was wir gestern gelernt haben und gucken, ob das heute noch genauso gut klappt. Ja. Wir müssen auch nicht allzu lange reiten, weil er ja gestern viel getan hat. Und sicher Muskelkater hat, oder? Also ich habe Muskelkater. Hier hinten so im Schulterbereich. Weil ich komischerweise immer nur bei ihr dann anfange so richtig zu sitzen und mein ganzer Rücken tut weh. Ja. Machen wir dich mal fertig. Motiviert, das Pferd ist fertig. Hier hat das gleiche an.
wie gestern, weil dann kann ich das nachher in die Waschmaschine schmeißen, da besonders die Gamaschen und so ziemlich dreckig sind. Ne? Und los geht's, noch das schöne Wetter genießen. Sonnenuntergang. Er hat halt wirklich super Lust auf Dressur schon wieder. Er sieht auch schon aus wie ein kleines Plüschtier. Er ist schon ein Winterfell. Ich liebe dich. Marzi. Ja, nicht Marzi. Wie man sieht, ist es schon ein bisschen später. Wir waren gerade noch eine halbe Stunde schön ausreiten bei Sonnenuntergang. Hör auf mich umzuhauen, Pferd. Andere Seite. Ich stehe hier. Ja, war auf alle Fälle sehr schön. Cisco möchte jetzt auch in die Boxen fressen. Schon ein bisschen quengelig. Aber er lief in der Dressur ganz gut. Ein bisschen anders als sonst. Aber nicht viel schlechter. Ja. Beim Ausreiten war das auch sehr schön. Ne? Noch das schöne Wetter genossen. Nicht scheuern. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So, warte, du hast noch deine Trense auf. Cisco, noch nicht fressen. Ah, dieses Pferd. Gut erzogen, würde ich mal behaupten. Nicht du. Ja, und Dodo nervt genauso rum. Auch nicht gut erzogen. So, hat jetzt fressen in der Box. Ist umgedeckt. Und genießt jetzt den Abend. Kann ich noch eine gute Nacht kurzen? Nein. Eindeutig nein. Das war ein klares Zeichen. Trotzdem möchte ich ein Cisco. Bitte Nachtkuss. Einmal nein. Einmal gute Nacht. Mua. Gute Nacht. Schlaf schön. Er ist super glücklich. Naja. Du auch einmal gute Nachtkuss. Ja. Du Ziege. Mua. Man hat dich auf den ganzen Weg gehört, wie du rumgepoltert und gewirrt hast. Sehr schön, ne? Na, Berli, wie sieht's aus? Ach, zeig doch mal. Ja, auf alle Fälle geht's ihm nicht so schlecht. Er ist fit und hat getobt und gefressen und getrunken und ja, ist ein bisschen dick, aber sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde auch mal sagen, wir beenden hier den Vlog, denn wir beide werden jetzt schlafen gehen und wir wünschen euch eine gute Nacht.